Jede Familie unterstützt ihre Mitglieder. So auch beim SC Berlin. In einem eigens gegründeten Club werden Sportler auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen gefördert. Aktuell vor allem für die Winterspiele 2018 im südkoreanischen Pyeongchang. Und jede Familie feiert auch gerne mal. In dem Sinne lud der SC Berlin seine Mitglieder zum alljährlichen Grillabend ein. Mittlerweile Tradition geworden, alle Jahre wieder und immer wieder ein schöner Ausklang auch für so einen harten Trainingstag wie heute. Das zeigt einem den Zusammenhalt eigentlich nochmal auf und dass alle miteinander klarkommen und als gemeinsames Ziel die Leistung und Verbesserung steht. Neben dem geselligen Beisammensitzen gab es auch ein wenig Sport zu bestaunen. So gaben einige Abteilungen des SCB einen kleinen Einblick in ihre Trainingsarbeit. Und natürlich kommt man auch mit dem ein oder anderen Sportidol oder eben auch mit Förderern ins Gespräch. Naja, es ist halt schon mal was anderes, ihn so halt zu sehen, weil sonst sieht man ihn immer nur auf dem Eis. Und so halt mal persönlich ist auch schon mal was anderes. Ja, jetzt also keine Sponsoren, die einen halt persönlich unterstützen, aber halt die breite Masse vom SC Berlin unterstützen und somit halt auch ein Teil unserer Sponsoren sind. Na klar, und mit denen kommen wir ins Gespräch und verbringt halt einen schönen Nachmittag jetzt. Wenn sie schon großzügig uns unterstützen, wollen sie natürlich ein bisschen wissen, was machen die eigentlich, die Athleten, so den ganzen Tag. Und insofern erzählt man dann ganz gerne mal aus dem Trainingsalltag und was man so macht. Und die sind da mal sehr interessiert und hören gerne zu. Doch nicht nur Sportler und Unterstützer waren dabei. Auch Vertreter des Gastgeberlandes überzeugten sich von der einmaligen Atmosphäre. Der Gesandte des Botschaftsrates, der Botschaft der Republik Korea, war hoch erfreut über die Einladung. Ich bedanke mich für die Einladung. Heute hatte ich gute Gelegenheit, viele nette Leute, einschließlich Sportler kennenzulernen. Die Vorbereitungen für die Winterspiele in Pyeongchang laufen sehr gut. Und Eisschnellläuferin Bente Kraus bekam gleich mal ein paar motivierende Worte vom Gesandten mit auf den Weg. Ja, er hat einfach nur zu mir gesagt, ich bin mir sicher, du holst nächstes Jahr eine Medaille. Es ehrt mich, dass er das sagt, ohne dass er mich kennt und jemals hat laufen sehen. Ist ein sehr, sehr schöner Gedanke. Wenn es klappt und er das wirklich prophezeit hat, dann schmeißt er eine große Party, hat er gesagt. Deswegen war es eine sehr, sehr angenehme Situation. Aber beim SC Berlin denkt man selbstverständlich auch mittel- und langfristig. Stichwort Ziel Olympia. Ja klar, jetzt nicht dieses Olympia, aber das da drauf und vielleicht auch noch das danach auf jeden Fall, ja. Die Ambitionen sind also vorhanden und wenn man dann noch solch eine Sportfamilie im Rücken hat, kann ja eigentlich kaum noch etwas schiefgehen.